Mir wurde von zwei Freunden, die ich gefragt habe, abgeraten, mich mit euch zu treffen. Warum? Ich weiß nicht. In diesem Video konfrontieren wir Max. Jawohl, immer gern. Max betreibt einen Shop, in dem er solche Armbänder hier verkauft. Also wir haben das hier gekauft für 26 Euro. Es gibt aber auch welche für 179 Euro. Unser günstigstes Armband kriegst du für 26 Euro. Da wird ein Setzling gepflanzt. Ein Setzling sind fürs Unternehmen 15 Cent. Und als wir dieses Armband gekauft haben, wurden uns auf einmal noch viel mehr Shops angezeigt, die noch mehr Armbänder verkauft haben. When you buy one bracelet, you plant 3 trees. Zu diesem Armband gibt es dann immer einen oder 100 Bäume. Und es wurden schon laut den Herstellern über hunderttausende Bäume gepflanzt. Aber wie viel von dem Geld kommt denn jetzt wirklich im Wald an? Ich würde eher zögerlich sein, das über Armbandangebote zu versuchen. Oder geht es vielleicht doch nur darum, möglichst viele Armbänder zu verkaufen? Tatsächlich ist die Strategie so ein bisschen, den Baum zu versprechen und sich im Nachhinein ein bisschen zu entschuldigen fast. Was er damit meint, checken wir in diesem Video. Wenn du jetzt aber sagst zum Beispiel, dass es dann nicht mal bei dem Standort landet, bei dem ich ja eigentlich gedacht habe, dass er landet, kaufe ich da ja eigentlich was anderes. Wir sind offen und ehrlich und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Baumängel in die Kommentare. Also Baumängel, Baum und Mängel. Und wir schalten direkt weiter rüber in den Wald zu Daniel. Mensch Daniel, ich sehe ja den Wald vor lauter Armbändern nicht bei dir. Ja, geht auch nicht um Bäume, geht um Business. Also hier wird jetzt erstmal was verkauft. Diese Armbänder hier. Bäume pflanzen, hört man mal später. 3 Armbänder hast du ja insgesamt gekauft. Preislich so zwischen 11 und 26 Euro haben sie gekostet. Also schon mal eine sehr unterschiedliche Preislage. Das teuerste kommt aus Deutschland, also made in Germany. Und das andere hier, das ist vermutlich direkt aus China. Das kostet 24,99 Euro. Von diesem Armband habe ich direkt noch eins. Das ist von AliExpress für 7,50 Euro. Ich wollte nicht verwechseln, aber ohne diese Plastiktüte hier habe ich halt keine Chance, die zu unterscheiden. Also diesen komplett gleich. Komplett. Ich habe die nebeneinander gehalten, ich habe beide mal gefühlt, ich habe an beiden gerochen. Ich merke da keinen Unterschied. Wie riechen die denn? Ja, nach nichts. Also, Jeremy Fragrance würde ich jetzt sagen. Sexy, fresh and cheap. Okay, halten wir schon mal fest, mindestens eins der Armbänder ist vermutlich aus einem China-Shop. Aber wir kaufen den ja nicht, weil wir was Schönes am Arm hängen haben wollen, sondern weil wir Bäume retten wollen. Wie viele Bäume gibt es denn dazu zu den Armbändern? Bei dem einen Armband ist es ein Baum, bei dem günstigsten Armband sind sogar 3 Bäume. Und bei dem aus Deutschland steht ein Baum in der Bestellung. Und zwar bei Plant for Planet. Du hast einen QR-Code bekommen für deinen Baum, denn natürlich kannst du den auch tracken, den eigenen Baum. Und ihn beim Aufwachsen dann zugucken, oder wie genau läuft das? Das ist das, was man erwartet, wenn man das liest auf der Website. Also da steht ja extra, such dir einen Standort für deinen Baum aus, gib deinem Baum einen Namen und dann kannst du auch gucken, wie es dem Baum geht in der App. Kannst du deinem Baum einen Namen geben? Mhm. Ich habe meinen Björke genannt. Björke? Wegen Björn und Birke. Björke. Ist ein klassischer Baumname. Kannst du sagen, was du willst. Björke. Also ich glaube, Björke ist auch so einer, der wird eingeschult in die Baumschule und ist dann einfach direkt ein Star, weil Björke. Aber Daniel, einfach nicht den Namen. Ich hätte deinen Baum Daniel genannt. Wegen Kastanie und Daniel. Kastaniel. Cheap. Okay, zurück zu Björke, deinem Baum. Der wird ja in Kenia gepflanzt, wenn ich diesen Tracker hier richtig verstehe. Aber erst 2024? Hä? Aber das Geld ist doch jetzt schon ausgegeben worden. Also ein Jahr zuvor. Klingt verstörend. Noch viel schlimmer ist, ich habe Max darauf angesprochen und meinte so, ey, was ist denn jetzt mit Björke? Warum ist der noch nicht im Boden? Und dann Max so, ja, das mit dem Tracken, das ist halt ein saugeiles Marketingversprechen. Aber das funktioniert eigentlich gar nicht richtig. Du darfst nicht erwarten, dass dieser Setzling, der jetzt gepflanzt wird, tatsächlich zu einem Baum wird. Du darfst nicht mal erwarten, dass wenn der in Kenia von dir gepflanzt werden soll, dass er tatsächlich nach Kenia geht. Weil der im Endeffekt dorthin gehen wird, wo er am meisten gebraucht wird. Wir lieben es zwar, Namen zu geben unseren Bäumen. Wir lieben es zwar auszuwählen, wo der tatsächlich gepflanzt werden soll und das an Armband zu binden. Im Endeffekt ist es aber irgendwo immer nur eine ideelle Sache. Das habe ich als Kunde ja nicht so verstanden. Das vermittelt für mich ja, wenn ich sogar einen QR-Code habe, dass ich dann sehen kann, wo steht mein Baum. Wenn du jetzt aber sagst zum Beispiel, dass es dann nicht mal bei dem Standort landet, bei dem ich ja eigentlich gedacht habe, dass er landet, kaufe ich da ja eigentlich was anderes. Und genauso wie du gerade guckst, habe ich auch geguckt, weil ich habe gerade einfach einen fiktiven Baum Björke genannt und dieser fiktive Baum wird vielleicht auch niemals in Kenia gepflanzt. Das heißt, es ist alles nur eine symbolische Sache, die ich da gemacht habe. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wie viel Geld nun in den Wald geht. Zum Beispiel das Zedernholz-Marktglas-Armband bei euch gefunden für 69 Euro. Und für diese 69 Euro kriege ich einen Baum. Dann gibt es dieses gleiche Armband aber auch noch für 109 Euro. Und dann mit 100 Bäumen.
Es gibt einfach beides. Aber dann habe ich es nicht verstanden, weil dann gibt es ja noch das Dark Lava Armband und das hat 79 Euro bei euch im Shop gekostet für einen Baum. Und wenn ich da aber 100 Bäume haben will, muss ich für das gleiche Armband 179 Euro zahlen. Und das ist ja eigentlich eine krasse Steigerung, obwohl die Bäume ja gleich gestiegen sind. Das stimmt. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja, also das weiß ich nicht. Das ist falsch, würde ich sagen. Wie viele Bäume sind denn bei dieser Firma dann konkret gepflanzt worden von den Armbändern? Ja, also 2022, also letztes Jahr, waren es 9.811 Bäume. Da haben die so Mini-Bäume gepflanzt, nennt man auch Setzlinge. Wahrscheinlich, weil die in die Baumschule gehen und sich nochmal erst setzen müssen. Und pro Setzling haben die 15 bis 20 Cent ausgegeben. 9.811 Setzlinge mal 20 Cent sind ja grob überschlagen 2.000 Euro, also 1.962,20 Euro, wenn wir es ganz genau nehmen. Und dann habt ihr aber auch geschrieben, dass ihr 48.000 Euro Umsatz gemacht habt. Und von diesen 48.000 Euro Umsatz, knapp 2.000, das sind um die 4%. Das ist richtig, oder? Das ist richtig, das stimmt soweit. Das klingt nach wenig. Ist es auch. Also damit wird der Baum ja auch nur gekauft. Aber der muss ja noch gepflanzt werden, da muss sich jemand um den Baum kümmern. Und da sagt Susanne Winter von der Umweltschutzorganisation WWF, nur diese 15 Cent für den Baum, für die Pflanzung und die Pflege, das kann es nicht geben. Ich kann dir jetzt sagen, dass zurzeit 30% von unseren gesamten Ausgaben im Marketing landen. Das ist so ein bisschen schade irgendwie. Was meinst du mit, das ist schade? Also ich als Kunde finde das ja auch irgendwo ein wenig schade, wenn ich 26 Euro bezahle und dann nachher merke, da gehen jetzt 10 oder 20 Cent nur wirklich für in einen Baum. Also damit rechne ich ja nicht. Vor allem. Das ist schade. Man dürfte nicht so viel Geld im Marketing stecken. Das ist schade. Mittlerweile sind ein paar Wochen vergangen. Daniel, du bist aus dem Wald wieder nach Hause gekommen. Wir haben noch mal ein paar Anfragen gestellt und jetzt ein paar Antworten für euch. Ja, 3 Wochen später gleicher Pulli. Aber es geht um dieses Armband hier und die Firma ist riesig, also zumindest inszeniert sie sich so. Die haben 735.434 Bäume gepflanzt. Und auf ihrer Homepage zeigen sie auch, wo sie das gemacht haben. Also mal in Haiti, mal in Madagaskar, mal in Tansania. Wir haben 3 Bäume dazu bekommen zu unserem Armband. Aber die spannende Frage bleibt ja, wie viel zahlt diese Firma pro Baum? Das haben wir beim Shop nachgefragt und der Mitgründer Mia hat uns auch Antwortvideos geschickt, Props dafür. Mit einer genauen Zahl wollte er nicht rausrücken, er hat uns nur so eine ungefähre Preisspanne genannt. The prices go from, die Bäume kosten zwischen 15 Cent und einem Dollar. Das hängt vom Land ab, in dem wir die Bäume pflanzen. In Europa ist es teurer. In Slowenien kostet ein Baum zum Beispiel 5 Euro. 5 Euros. 15 Cent wäre ziemlich schlecht, 5 Euro wäre relativ gut. Aber mit so einer weiten Range kann ich jetzt natürlich nicht arbeiten, Daniel. Das brauche ich genauer. Deswegen haben wir nicht locker gelassen und nochmal nachgefragt. Leute, wir wollen wissen, wie viel pro Armband geht denn an einen Baum? Und er hat uns gesagt, sorry, für die Antwort brauche ich ein bisschen länger, aber es kam eine Antwort. Und was er uns dann geantwortet hat, boah, damit haben wir nicht gerechnet. Er zahlt pro Baum etwa um die 12 Cent, vielleicht 13 Cent. Something like there. Ja, nur noch 12 bis 13 Cent, also noch mal weniger, als er uns eigentlich bei der ersten Antwort gesagt hat. Das heißt, auch bei dem Shop landet wieder total viel im Marketing, in den Produktionskosten, in der Firma selbst, aber auf jeden Fall nicht so viel im Wald. Und deshalb sagt auch Jana Ballentin von der Naturschutzorganisation Robin Wood. Und dann wird da ein Bändchen gekauft und letztendlich werden die Leute damit möglicherweise betrogen. Also diese Website ist es nicht, die mir zeigen könnte, okay, damit tue ich tatsächlich was Gutes für die Welt. Unser drittes Armband haben wir natürlich auch noch gecheckt und auch hier gehen rund 4% des Geldes an den Wald, 1 Dollar pro Armband und 96% dann demzufolge an das Unternehmen. Also auch hier versickert leider sehr viel Geld nicht da, wo es eigentlich versickern sollte, nämlich im Waldboden. Verlaubt und zugenäht. Verlaubt und zugenäht. Ich dachte wegen Bäume. Mensch, Daniel, manchmal ist man wie fair, wie hat man ein Blatt vorm Kopf, ne? So als Faustregel, mindestens 10% von dem Geld, das ihr ausgebt, sollten auf jeden Fall im Wald landen. Und wenn ihr es dann direkt an eine Spendenorganisation spendet, dann sollten es eigentlich sogar 80% sein, zumindest wenn die so ein Spendensiegel haben. Übrigens, ich habe eine geile Geschenkidee, dass man einfach so Spenden verschenkt. Ne? Das machen irgendwie Freunde von mir mittlerweile oft, dass sie nicht irgendwie sagen, ich kaufe jetzt irgendwas und da ist ein Zertifikat dabei, sondern ich spende einfach direkt und dann drucke ich da irgendwie einen kleinen Spendennachweis aus oder so und den verschenke ich dann. Da freut sich so eine 3-jährige Nichte. Eine 3-jährige Nichte freut sich aber auch nicht über deinen Baumzertifikat. Die Karten mit Björke, ey. Ja, hallo, 3-jährige Nichte. Ich habe hier Björke gekauft. Da kannst du sagen, du hast einen Baum in Kenia. Und dann soll erstmal jemand beweisen, dass das nicht so ist. Ja, offen und ehrlich hat eben bewiesen, dass es nicht so ist. Daniel, treffen uns nächste Woche nochmal hier, denn wir haben noch mehr Armbänder gecheckt. Ja, da geht's dann um Haie, Hunde und um. Das wäre dein Einsatz gewesen.
geht es um diese Plüschschildkröte. Also abonniert uns mit Glocke, damit ihr nichts verpasst. Hier gibt es jetzt noch eine kleine Katze für euch. Die könnt ihr uns immer gerne schicken an offenundehrlich@sr.de. Wir blenden es auch nochmal ein. Also eure Katzenvideos bitte per Mail schicken. Und es gibt jetzt noch ein Video von Funk für euch. Das kommt von Safe. Die haben nämlich mal nachgefragt, wie viel Geld man machen kann bei TikTok und Instagram, wenn man gar keine Follower hat. Und außerdem haben wir jetzt hier noch unser Video zu den Schildkrötenarmbändern für euch.